Moin zusammen und weiter geht's mit Ghost of Tsushima. Die letzten Folgen. Ich bin jetzt in der Stadt hier angekommen. Da ist ja auch irgendwie noch eine Quest, die Mühle von Sago. Und ich soll jetzt hier die Stadt untersuchen. Und auf jeden Fall vibriert hier auch der Controller ganz kräftig. Bestimmt im oberen Stockwerk irgendwas los und der goldene Vogel ist hier auch irgendwie am Flattern. Ha, eine Aufzeichnung. Das war's. Ja, das sieht ja auch gut aus hier. Alle erfroren. Okay, der Controller vibriert immer noch. Ich will keinen Ärger. Warum rennt er weg? Oh, verzeiht, mein Herr. Ich habe euch nicht gesehen. Okay. Bitte, mein Herr, sprecht mit Sota, dem Färbermeister. Finde Sota. Verzeiht, mein Herr. Ihr solltet im Färberhaus nachsehen. Sota ist der, den ihr sucht. Ich suche nach dem Anführer. Sota. Ah, ich glaube, ich habe ihn schon. Ihr seid der Samurai, den sie den Geist nennen. Und doch fliehen die Euren vor mir. Warum? Ein Fremder könnte alles sein. Mongole. Bandit. Wenn sie euch ausplündern, kann ich helfen. Bemüht euch nicht. Wir bekommen das alleine hin. Ihr lehnt meine Hilfe ab? Unsere Feinde sind Krankheit und Hunger. Nicht durch Klingen heilbar. Wie ihr wünscht, Sota. Verborgen im Schnee. Untersuche die Stadt. Hier stimmt was nicht. Ich sehe mich mal um. Hier drüben. Hier lang, mein Herr. Aber lasst etwas Abstand. Was wollt ihr? Bitte, kommt mit mir. Okay. Ja, mein Pferd hatte ich vorhin umgelegt. Ich war per Schnellreise hier ins Seitengehöft. Saß auf dem Pferd, als ich die Schnellreise gestartet habe. Und dann bin ich durchs Dach eines Hauses geglitscht und beim Aufprall im obersten Stockwerk, da ist das Pferd auf die Seite gefallen und auch nicht wieder aufgestanden. Kam auch nicht, als ich das gerufen habe. Musste ein ganzes Stück rauslaufen aus dem Ort. Und als ich es dann gerufen habe, lag es trotzdem noch auf der Seite. Aber eine erneute Schnellreise hat das Problem dann gelöst. Warum so geheimnisvoll? Ich kenne diese Leute nicht, mein Herr. Sie sollten uns besser nicht zusammen sehen. Sie verbergen etwas. Sie meiden diesen Ort, als wäre er verflucht. Aber ich sah, wie dieser Sota hier vor einigen Nächten herumschlich. Ihr seid mutig, das zu sagen. Versteckt euch und seid vorsichtig. Was verstecken diese Leute? Leiche. Ertrunken. Okay, gibt's hier noch mehr? Hier wurde etwas oder jemand aufgehängt. Was geht hier vor sich? Der Boden ist zu gefroren für Gräber. Laut Sota starben die meisten an Krankheit. Alles Männer, durch Waffen getötet.
Gut, Leinen sind auch voll mittlerweile. Heilungsfetzen von Frauen. Blutige Handabdrücke, Kratzspuren. Hier waren Menschen eingesperrt. Sie wollten verzweifelt entkommen. Okay, ich vermute, das ist ja so ein ganz mieser Sklavenhändlerring. Vibrato wollte ich gerade sagen, der Controller ist ganz kräftig am Vibrieren. Mal gucken, noch ein Stockwerk hoch. Ja, keine Ahnung. Gucke ich sonst später nochmal. Das Haus ist ja relativ groß. Ach, bin ich blind oder ist da... Nee, ich dachte gerade, hier ist ein Banner. Schauen wir erstmal weiter. Eine große Gruppe hat die Stadt verlassen. Jemand hat Bewohner getötet. Ein paar am Leben gelassen. Den Rest entführt. Finden wir raus, wohin. Da kam ich zwar ursprünglich, aber egal. Was ist das davon? Vielleicht haben sie im Gehöft Halt gemacht. Da sind sie. Hoffentlich leben die Entführten noch. Rette die Frauen. Hui! Arvo! Yue! Stand Negum Ben. So, dann sind da hinten noch zwei und da ist einer und da sind auch noch drei.
Den locke ich mir sonst auch noch mal ran hier. Legium Harsinta. So, der ist auch weg. So, hier am Feuer sind drei, aber die sind sehr offen. Chiharwo, you wait. Was? Wo ist nur einer? Leute, langsam habe ich aber keine Giftpfeile mehr. Oh, oh, oh. Ist genau über mir. Oh Mann. Oh, ist er nochmal gut gegangen, ganz knapp. Sollte eigentlich ein Attentat werden von oben. Da oben ist auch noch einer. Zing. Es ist vorbei. Ich bringe euch zurück nach Hause. Wir gehen nie wieder zurück. Die Männer von Sago überlebten, weil sie uns diesen Monstern gaben. Aber viele von ihnen sind tot. Diejenigen, die uns helfen wollten. Wir können uns hier niederlassen, mein Herr. Doch nur ihr könnt für Gerechtigkeit sorgen. Die werdet ihr bekommen. Okay. Müssen wir jetzt noch die Männer abschlachten anscheinend. Ich kümmere mich um die Männer von Sago. Ah,
Ach, das sind irgendwelche Lager oder so. Ich dachte gerade, da stehen welche. Bewohner von Sargon, ich bin Fürst Sakai. Verschwindet, sofort! Wie kann ich helfen, mein Herr? Ihr habt gelogen, Sota. Was meint ihr denn? Die Frauen von Sargon sind frei. Was hätten wir tun sollen? Wir sind keine Kämpfer. Nein, ihr seid Schweine. Allesamt. Verschont sie, mein Herr. Es war mein Plan. Ich habe sie dazu genötigt. Wie ihr wollt. Sota. Oh, okay. Töte Sota. Nicht. Ich flehe euch an. Der Rest von euch. Verlasst Sargon. Kehrt ihr zurück. Ergeht es euch wie Sota. Geht! Ah, tut mir leid! Tut mir leid! Wir können nichts dafür! Bitte tötet mich nicht! Mein Herr, was ist hier passiert? Die entführten Dorfbewohner sind jetzt frei. Sie sind in einem Gehöft untergebracht. Geht zu ihnen. Überall ist es besser als hier. Okay, verborgen im Schnee. Talisman des verlorenen Verstands. Okay, halluzinierende Gegner führen anderen Gegnern 50% mehr Schaden zu. Weiß nicht, kann ich dem Glühwürmchen hier folgen? Guck mal. Das scheint immer schneller zu blinken, je dichter man an diesen Gegenstand rankommt. Aber das Ding folgt mir und ich nicht ihm. Ist ja lustig. Sehr wahrscheinlich in diesem Haus hier. Das war knapp. Durch oder? Nee, ist zu. Nochmal aufs Dach und darüber ins Obergeschoss. Haftbombe. Da, endlich. So, aber der Vogel hat ja auch noch was. Da hinten flattert er. Ja.
Okay, hier sitzt der Vogel, das heißt, hier muss irgendwie was drin sein. Eine Maske. Sei Ryus wütender Blick für einen Krieger mit Herz eines Drachen. Okay. So, und ich glaube, hier hinten hat es eben noch mal irgendwie so ein bisschen vibriert, ja. Genau, das war das Haus hier. Hier schon ganz kräftig am Vibrieren. So, hindurchkriechen. Hier ist ein bisschen schwächer wieder. Nächste Etage gucken. Ist auch ziemlich dunkel hier gerade. Da. So, ich glaube, dann war es das hier auch in der Stadt. Ich gucke da jetzt nicht extra in jedes einzelne Haus rein, um noch irgendwie Kram zu finden. Gibt eh nichts mehr, was ich noch ausbauen könnte oder verbessern könnte. Gut, dann sind wir hier durch. Und ich schaue mir mal in die Sammlung rein hier. Heiße Quellen, Bambusstände, Shito-Schreine, Leuchttürme, Duelle, Haikus, Inari-Schreine, Säulen der Ehre, Aussehenobjekte. Okay, da könnte ich mir wahrscheinlich noch den einen oder anderen kaufen. Da ist noch eine Belohnung verfügbar. Zirpende Grillen fehlen auch noch ganz viele. So, dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge mit der Norio-Geschichte weiter. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. Viel Spaß weiterhin und ciao.